Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Wir sind wieder in Wodka und ich bin heute auch wieder alleine. Lendra ist noch am Auskurieren, aber ich denke, beim nächsten Mal wird sie wieder dabei sein. Ja, es ist wieder Montagabend, Livestream-Zeit. Und ja, ich hatte beim letzten Mal hier in Wodka ein paar Questen gemacht. Ich dachte, machen wir jetzt hier nochmal weiter. Irgendwas hinterher. Nö. Da ist. Gut. Riesen. Okay. Geht's euch gut? Das ist ein Wegschrein, den werden wir uns natürlich erstmal holen. Das war knapp. Das war knapp. So. Müssen wir mal heilen hier. Sehr schön. Den haben wir. Hallo? Achso. Da ist noch ein Boss. Vielleicht ist da ja jemand. Schauen wir doch erstmal nach. Du bist lieb. Du bist wahrscheinlich böse. Okay, die haben Spaß, die beiden. Wow. Cool. Sie alle wegstecken. Das sieht ja mal episch aus. Ja, sorry Leute, ich muss aber wieder ein paar Fotos machen. Das gehört einfach dazu. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Hier klingt nach Wasserfall. Das klingt ja fast so. Oh, klingt Silber, brauchen wir. Noch beide, ne? Ja. Die lassen wir mal. Ah, Maguni, nehmen wir mit. Ja, ich muss einfach ein bisschen looten. Ist halt so. Da drüben ist noch Wasser. Okay. Ich wollte hier runter. Und ich hoffe, dass ich jetzt. Ich glaube, das war eine ziemlich bekackte Idee. Oh, da bin ich ein bisschen schön hin und her geditscht. Ach, da oben lag noch ein Buch, ne? Das habe ich jetzt übersehen. Verdammte Axt. Du bist unfreundlich. Hätte jetzt auch einen anderen Weg gegeben. Die sind nicht gerade freundlich, aber ich habe gleich volles Leben wieder. Ja, was wird das jetzt hier? Warte, ich muss mal anders machen. Ja. Na, jetzt kommen wir kurz die Waffen hier. Du hast richtig hin. Geht doch.
Drehen gleich wahrscheinlich. Faun-Festung entdeckt. Okay. Ihr quietscht aber schön. Oga? Also ein ja, aber alle? Scheiße. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir schon hierbei sind, dann machen wir doch mal ordentlich mit. Da liegt er. So, nehmen wir mal mit. Haben wir so irgendwas liegen? Schwere Decke. Eiskürze des Verrückten. Okay. Ja, das war ja einfach. Komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Jetzt haben wir hier noch einen Eisältesten der Oger. Okay. Sehr schön. Haben wir untersucht. So, den haben wir noch nicht geplündert gehabt. Juhu! So! Hier soll irgendwo ein Büchlein sein. Wahrscheinlich irgendwo drin. Wahrscheinlich da leuchtet es doch. Die Traumreise. Yeah! Ich muss irgendwann die Magiergilde machen, dass man auch mal das besser vorankommt. Sonst hätte ich hier irgendwo einen Quest-Pfeil. Bin ja hier die ganze Zeit schon am Rumlaufen. Und. Hört. Hört man ganz cool. Jetzt auch das Pferdchen. Ah, da haben wir noch ein Verlies gefunden. Kummer. Den Kummer habe ich entdeckt. Sehr schön. Das wollte ich schon immer. Das war mein sehnlichster Wunsch, mal Kummer zu entdecken. So. Meine App mal wieder gerade rücken. Hallihallo. Dieser verfluchte Berg wird noch mein Tod sein. Stimmt's. Hi. Oh, Herr Vorrat. Lange nicht mehr gesehen. Mehr Futter für den Berg. Ich schätze, das bedeutet, dass wir jetzt noch einen weiteren Anlauf unternehmen, diesen verfluchten Gipfel zu erreichen. Was? Ihr sprecht mit meiner Herrin. Sie sollte jetzt jeden Augenblick den Pfad herunterkommen. Was war das mit dem Erreichen des Gipfels? Das ist der Kummer. Ein passender Name, oder? Das Haus des Ruhms, der Orsima, hat die Dienste meiner Fürstin angeworben, um den Schrein von Toruk Groigron zu finden. Angeblich soll er auf diesem schneebedeckten Gipfel liegen. Seit Jahren hat niemand mehr versucht, diesen Berg zu erklimmen. Außer uns eben.
Gibt's ein Problem mit dem Aufstieg? Nur wenn ihr wilde Bestien, beißenden Wind und herabstürzendes Eis als Probleme anseht. Nö. Wir haben schon 3 Versuche hinter uns, diesen Berg zu besteigen, aber jeder neue Fehlschlag war noch spektakulärer als der vorherige. Fürstin Laurent könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen, falls ihr Interesse habt. Ich würde mit Laurent sprechen. Diese Expedition hat sich als problematischer herausgestellt, als Fürstin Laurent es erwartet hatte. Ich sage es ja nur ungern, aber ich glaube, der Kummer könnte womöglich eine Nummer zu groß für sie sein. Fürstin Laurent, war das nicht die, die wir auch schon in Trübmoor hatten? Und dann hatten wir sie noch irgendwo. Eine berühmte Schatzjägerin. Ihr habt sicher schon von ihr gehört. Ja. Wir reisen durch die Lande und suchen nach verborgenen Schätzen, geheimen Relikten und anderen mystischen Dingen. Ich darf euch leider nicht allzu viel über unsere Arbeit preisgeben, aber sie ist sehr wichtig. Ja, es ist immer alles wichtig. Wer hat sie als Leiterin dieser Expedition angeheuert? Das Haus des Ruhms der Orsima. Es ist das angehende Museum von Orsinium. Man hat Fachleute wie meine Herren angeheuert, um die Gegend nach uralten Relikten zu durchkämmen, die etwas mit Vrodgars Geschichte zu tun haben, um sie auszustellen. Sofort hat man etwas Kultur für die Vergnügungsreisenden, wisst ihr. Seid ihr auf der Suche nach einem bestimmten Relikt? Den Legenden nach wurde dem Gründer Orsiniums ein mächtiges Relikt mit ins Grab gegeben. Meine Herrin hofft in Toruks Schrein Toruks Armband zu finden, jenen Armreif, der ihm die Macht verlieh, die Wildnis zu zähmen. Jetzt müsste Karstun nur noch aufhören, sich immerzu mit ihr zu streiten. Wer ist Karstun? Karstun arbeitet für das Museum und diente als unser Verbindungsmann und Kulturexperte. Es hat sich herausgestellt, dass er und meine Herren in sehr vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Ich fürchte, er beginnt wirklich ernsthaft damit, Fürstin Laurents Geduld auf die Probe zu stellen. Okay. So, da müssen wir dann weiter, weil ich zwei ja hier noch... Und... Hatte ich hier nicht noch irgendwo... Sprech mit Fürstin Laurent. Hatte ich nicht das hier noch irgendwo? Wer weckt denn? Ah, genau. Das nehmen wir nämlich jetzt erstmal. Ein bisschen höher. Müssen wir da irgendwie hochkommen. Dabei schauen wir uns hier ein bisschen um. Ich weiß noch nicht, wie wir hier hochkommen. Das scheint hier so ein Pfad zu sein. Wahrscheinlich muss ich hier gleich nochmal hoch oder so. Ach, da ist sie ja. Nur ihr? Nun, ich hatte durchaus auf Träger, Führer oder sowas gehofft. Doch ich schätze, dass ihr eben reichen müsst. Ich werde ein paar Änderungen an meinem Plan vornehmen müssen. Aber diesmal werden wir den Gipfel des Kummers erreichen. Da bin ich mir sicher. Was ist das letzte Mal geschehen, als ihr den Gipfel erreichen wolltet? Ihr meint die letzten 3 Male. Wir schlugen ein Lager auf, doch die Harpyien und die eisigen Winde haben uns jedes Mal zurückgeworfen, als wir höher hinaufkletterten. Ein paar Orks sind sogar schnurstracks in eine Schlucht gelaufen, weil sie im Nebel nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnten. Ach, das macht mich alles so wütend! Also, wie kann ich helfen? Fürs Erste solltet ihr dort hinauf und euch Karstun vorstellen, während ich nach meinem faulen Diener Stibbons schaue. Wir treffen euch da oben. Und erinnert Karstun daran, wer diese Expedition hier eigentlich leitet. Er kann manchmal so widerborstig sein. Okay, ich werde mich Karstun vorstellen gehen. Warum seid ihr noch hier? Braucht ihr etwa eine Wegbeschreibung oder sowas? Was macht den Schrein eines toten Orks so wichtig? Wir reden hier nicht von irgendeinem toten Ork. Dies ist Toruks Schrein. Nicht nur war er der Gründer des ursprünglichen Orsiniums, sondern er war auch der Besitzer von Toruks Armband. Wisst ihr eigentlich, wie sehr mein Ansehen steigen wird, wenn ich dieses Relikt berge? Toruks Armband? Den von mir studierten Schriftrollenfragment zufolge ist Toruks Armband ein magischer Armreif, der über und über mit Edelsteinen besetzt ist. Dank seiner Macht war Toruk in der Lage, die Wildnis zu zähmen. Es erlaubte den alten Orks, die erste Stadt zu gründen, die den Namen Orsinium trug. Wo habt ihr dieses Schriftrollenfragment studiert? Das Museum in Orsinium stellt es aus. Es enthält nur ein paar wenige Worte in der alten Sprache der Orks, doch ich konnte mir einigermaßen einen Reim auf sie machen.
Da ist die Rede von einem Armband, dem Schrein und etwas namens Kuss des Kummers. Klingt das nicht romantisch? Aber sowas von. Ja. Toll. Ja, wir können Gott sei Dank nicht ab. Waren das alle? Nee, irgendwas ist. Da ist noch eine. So. Noch eine? Oder ist wieder gespawnt hier oder was? So, waren das jetzt alle oder? Auch hier noch eine Sonderbehandlung. Oh, ein bisschen Holz mitnehmen hier. Das klingt nicht gesund. Ach da, Bärchen. Ja, alles klar. Ich denke mal, ich guck mal kurz auf die. Ja, die sind fast richtig, würde ich sagen. Der andere ist auch höher. Ja, typisch hier. Einfach vorbeireiten, nicht helfen. Typisch. Ja. Was ist das da hin? Okay, das haben wir. Dann war ja hier noch ein bisschen Erz, habe ich doch irgendwo gesehen. Na, hier geht's weiter. Dann gehen wir da mal rein. Fahrt zum Kummer. Oder fahrt zur Hölle, wie auch immer. Schauen wir doch mal an, was hier zu holen gibt. Optimal noch eine Himmelsscherbe. Noch ein bisschen anderer Trödel. Jo. Ja, zurzeit laufen die 5-Jahres-Feierlichkeiten, aber da habe ich mich so ein bisschen rausgehalten, habe mich gar nicht mit beschäftigt, muss ich ehrlich gestehen. Was es da so alles gibt, da ich jetzt in letzter Zeit auch wenig Elder Scrolls gespielt habe. Deswegen bin ich da nicht ganz so up to date. Ja, der Kummer, der Ladebildschirm macht mir auch gerade Kummer, aber das Bild sieht cool aus. Es ist schade, dass man diese Zwischenbilder nicht abspeichern kann. Als Thumbnail. Okay, so. Muss nur ein Stückchen geradeaus. Das, hier ist ein Rucksack, den müssen wir einfach mitnehmen. Wasser, toll. Hat sich ja gelohnt. Im Namen von Malakats Strippenhauer seid ihr. Wisst ihr nicht, dass dies heiliger Boden ist? Außerdem ist dies einer der gefährlichsten Orte in ganz Vodgar. Ihr solltet nicht hier oben herumlaufen. Fürstin Lorraine hat mich entsandt, um mich euch vorzustellen. Oh, hat sie das? Ich hoffe, ihr wisst, was da auf euch zukommt. Nö. Harpien und Oger sind schon schlimm genug. Doch die wahre Herausforderung des Kummers ist der Berg selbst. Der Wind schneidet wie ein Schwert.
und die eisigen Nebel blenden ein. Doch das ist noch nicht das Übelste. Das könnte noch schlimmer sein. Lawinen. Der Kummer setzt Schnee und Eis wie schreckliche Waffen ein. Ich habe gesehen, wie starke Orks von seiner Flanke gefegt wurden, als würde eine Kuh mit dem Schweif nach Fliegen schlagen. Wir haben es dreimal versucht und den Großteil unserer Expedition verloren. Außer uns ist niemand mehr übrig. Hat sonst niemand überlebt? Blöde Frage. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ach so. Wir haben es kaum bis hierher geschafft, bevor wir auch schon von den anderen getrennt wurden. Wenn ihr nach unseren Verbündeten suchen könntet, wäre das sehr hilfreich. Trotzdem müssen wir Turoks Schrein finden, oder all diese Opfer werden umsonst gewesen sein. Erzähl mir mehr über eure verschwundenen Expeditionsmitglieder. Sie sind gute Orks. Allesamt. Hervorragende Kletterer. Aber der Kummer ist kein gewöhnlicher Berg. Der beste Weg, um sie zu finden? Sie sollten Markierungen angebracht haben, um Lawinengebiete anzuzeigen. Folgt einfach diesen Markierungen. Erzählt mir mehr über den Kummer. Der Kummer mag zwar nicht der höchste Berg in Tamriel sein, aber ganz sicher einer der tödlichsten. Deswegen haben die alten Orks an seinen Klippen ein Denkmal für ihre Champions erbaut. Je höher das Grabmal liegt, desto größer das Opfer und das Ansehen. Was hofft hier zu finden? Wir suchen nach dem Schrein des großen Ork-Helden Toruk Groigon. Die Legenden erzählen davon, dass Toruks Schrein ganz oben auf der Spitze des Berges zu finden ist, wie es dem Gründer des ursprünglichen Orsiniums zusteht. Doch er ist so weit oben, dass nichts dort überleben kann. Das klingt aber gefährlich. Aber ja, wir haben schon dreimal ersucht, dort hinaufzukommen. Er wiederholt sich. Wir haben den Rest der Expedition verloren und mussten auch schon wieder umkehren, kaum dass wir ein paar Schritte aus dem Basislager gemacht hatten. Doch all diese Gefahren sind es wert, wenn wir wirklich Toruks legendäre Relikte finden können. Was ist eure Rolle bei dieser Expedition? Ich arbeite für das neu gegründete Museum von Orsinium. Ich bin der dortige Fachmann für die Zeit Toruks. Daher hat mich das Museum auch losgeschickt, um Fürstin Laurent und ihren Diener zu unterstützen. Ich hatte schon immer davon geträumt, den Schrein einmal zu besuchen. Und deshalb habe ich mich sofort auf diese Gelegenheit gestürzt. Welches Interesse verfolgt Fürstin Laurent in dieser ganzen Angelegenheit? Ihr Ruf hat ihr die Aufmerksamkeit des Museums eingebracht. Und sie liebt es einfach, in alten Grabmälern herumzuscharren. Sie hat ein besonderes Interesse an einem alten Textfragment, das den Kuss des Kummers erwähnt. Sie glaubt, es hätte irgendwas mit Toruks Schrein zu tun. Kommen ihr und die Fürstin Lorraine miteinander aus? Anfangs kamen wir gut miteinander zurecht. Wir lieben beide die Geschichte und die Erkundung uralter Orte. Doch diese Frau treibt mich noch in den Wahnsinn. Ihr fehlt jener grundlegende Respekt vor der Vergangenheit, der Gelehrte von Grabräubern unterscheidet. Ich traue ihrem Urteil einfach nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen... Leg dieses Feuerholz nicht hin, Stibbons. Es ist nutzlos, wenn es feucht wird. Das ist ein wirklich guter Punkt, Herren. Toll. Das lohnt sich alles, was hier rumliegt. Aber wir müssen trotzdem mal ein bisschen gucken gehen. Hier ist nichts. Na, das hätte ich mir sparen können. So, haben wir hier noch irgendwas? Außer Spinnweben. Ein Sack. Eine Rose drin. Ja, dann würde ich sagen. Verdammt, hätte ich vielleicht erstmal. Mal schauen. Ich denke mal, da muss ich hin. Tja, gehe ich an den vorbei oder? Doch welche. Na toll. Herr Schwede, muss aber kurz raus. Das hat mir aber ganz schön Aua gemacht. Alter, wie viel sind das denn hier?
So, wir suchen. Sucht nach Überlebenden. Hier sind keine. Jetzt kurz hier auch mal Lab gucken. Okay, alles. Wow. Okay. Da sollte ich glaube ich nicht gucken. Ah, da ist einer. Sehr schön. Ich wusste, dass dieser Berg uns noch umbringen würde. Kommt schon, suchen wir euch ein warmes Plätzchen. Nein, verschwendet eure Zeit nicht. Ich bin erledigt. Eine Lawine hat mir beide Beine gebrochen. Ach aber komm, ich trachte dich. Keinen Schmerz mehr. Der Kummer ist ein strenger Herr und seine Umarmung ist kalt und tödlich. Wo ist der Rest der Expedition? Die anderen, sie sind weitergegangen, um sich einen Unterschlupf zu suchen. Schaut nicht so schockiert rein. Ich sterbe. Wenn sie versucht hätten, mir zu helfen, dann hätte keiner von uns überlebt. Geht, findet sie. Sie brauchen eure Hilfe. Mehr als ich. Na dann ruht in Frieden, tapferer Ork. Unsort. Sucht nach überlebenden Expeditionen. Okay. Hier. Oh, das war knapp. Ich werde mich hier auch nicht lange aufhalten. Ah. Boah, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Beginnen. Ist der andere da? Komm her, du Feigling. Ja, das glaubst aber auch nur du. Sagen, schnurstracks über die Brücke. Gut, das kann ich auch. Na, liegt da. Güter. Okay, da geht's weiter. Und der liegt auch. Puh.
erstreckt sich das denn? Ah ja, da müssen wir rein, das ist sehr schön. Da ist noch einer. Genau, das sage ich auch immer. Ein leerer Rucksack. Was haben wir hier noch? Alle tot, wie ich es befürchtet hatte. Halt, was ist das? Ja. Okay. Faszinierend. Ja, faszinierend. Aber ich muss erstmal hier ein bisschen rumgucken. Nee, gibt nichts mehr zu looten. Die meisten Monumente hier oben haben Grabinschriften mit drei Strophen. Das war ein allgemeiner Brauch. Dieser Abrieb scheint die erste Strophe von Toruks Grabinschrift zu sein. Sie ist in Altorkisch geschrieben und verkündet, dass niemand das Ehrenmal betreten kann. Sie haben Toruks Schrein gefunden! Das sieht gar nicht wie ein Schrein aus. Nun, offensichtlich haben sie den Schrein weiter oben am Berg gefunden. Warum sie aber hierher gekommen sind, um zu sterben, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht haben sie die Kälte oder fehlende Vorräte wieder nach unten getrieben. Oder sie kamen zurück, um uns zu treffen. Um uns wissen zu lassen, dass sie den Schrein erreicht haben. Was machen wir jetzt? Lasst mich diesen Abrieb übersetzen. Keine Plünderer, keine niederen Orks, bemerkenswert. Wir sollten versuchen, die anderen beiden Strophen zu finden. Wenn ich den ganzen Abschnitt lesen könnte, weist er uns vielleicht den Weg zu Toruks Armband. Danach werden wir sehen. Okay, dann suchen wir die nächsten Abschnitte. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese armen Orks. Stebons, sei doch so nett und begrabe sie. Ja, genau, mach das mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim. Lassen Sie dort, wo Sie gefallen sind. Ja, jetzt laber nicht. Sie zurücklassen einfach so? Wie barbarisch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.